Moin, Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Stellaris. Ja, wir bauen und werkeln vor uns hin, bringen unser Reich so ein bisschen auf Vordermann, bauen uns Schiffe, was natürlich total auf unsere Mineralienproduktion irgendwie schlägt. Da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht den Unterhalt für Schiffe irgendwie senken können. Das verschlingt nämlich richtig viel von unseren Mineralien tatsächlich. Seht ihr, da hätte ich hier mal gucken können, ne? Irgendwie, Ausbreitung, gibt es da irgendwas? Kernsektorsysteme, nee, das ist wahrscheinlich nicht so das Richtige, oder? Irgendwie den Schiffsunterhalt senken. Galaktische Ambition, nee. Dominierung. Sternenfürsten. Was gibt es hier? Kriegsforderungskosten zur Unterwerfung. Forschungsgeschwindigkeit-Bonus in Höhe von 30. Wow. Na, Vasallenanpassung, Flottensteuern. Oh, krass. Schutzgeld, nee, Wohlstand. Standardbauvorlagen, Baukosten Schiff, nee. Flottenlogistikkorps, ja, das hier. Das, was wir eigentlich haben wollen. Ja, dann sind wir hier vielleicht erstmal fertig. Machen nächstes Mal beim Wohlstand weiter, ne? Damit wir hier halt wirklich das Flottenlogistikkorps uns holen können. Streben nach Profit. Okay, transstellare Konzerne. Was macht denn das private Kolonieschiff? Keine Ahnung. Bergbaustation, Baukosten. Okay, und der Abschlusseffekt ist dann Baukosten Terraforming reduziert. Ja. Okay, also vielleicht machen wir beim Wohlstand beim nächsten Mal ein bisschen was. Das ist natürlich blöd, dass das bei uns erst so spät freigeschaltet wurde. Und deswegen alles zu so teuer ist. Ne? Ansonsten hätten wir da schon viel mehr von. Unsere Bodentruppen haben den Schmuggler-Außenposten auf Swak-Owok blitzartig überrannt und ihn nach einem kurzen Feuergefecht übernommen. Alle überlebenden Kriminellen wurden verhaftet und in den Orbit transportiert. Das leere Gebäude wurde daraufhin mit Sprengladungen pulverisiert. Wir glauben, dass die kulturelle Kontamination nur minimal gewesen ist. Außerdem haben unsere Truppen eine große Menge Schmuggelwaren konfisziert. Die Profite daraus wurden unserer Staatskasse zugeführt. Yeah. So, und dann ist es eigentlich auch schon wieder an der Zeit, wo wir gerade beim Thema sind, ein bisschen Mineralien zu ertauschen. Wir würden gerne Mineralien kaufen, nämlich. So, und was macht denn eigentlich unser Sektor? Haben die das wenigstens sinnvoll ausgegeben, das Zeug hier? Die sind bei minus 65. Also die scheinen nicht mal dran zu denken hier irgendwie, sich Mineralien zu holen. Die bauen hier gar nichts dafür. Was ist denn bei denen los? Die haben so einen Energieüberschuss und denken nicht mal dran, Mineralien zu bauen. Sind die bescheuert? Eine Forschung ist super, ja, aber Mineralien, Leute, ihr braucht Mineralien. So. Irgendwie kann man doch hier, dachte ich, denen mehr geben. Da gibt es keine Taste für irgendwie. Interessanterweise. Um denen irgendwie so 1000 auf einmal zu geben oder so. So, wie viel gebe ich denen denn? 3300. So, und sollen die was damit machen, was sinnvoll ist? Was vielleicht zum Abbau von Mineralien führt? So, wir warten hier noch ein paar Jährchen bis zum nächsten System Konflikt. Survey Ups. complete.
Also, was haben wir? Das Vaskar-System. So, da haben wir hier oben echt alles... Romsi gehört immer noch nicht uns. Haben wir hier oben echt alles fertig? Ja, und können uns dann wirklich hier anderen Systemen schon wieder zuwenden. Interessanterweise. Ja, wie sieht es denn hier aus? Kann ich da ein Konstruktionsschiff? Wo sind da unsere Konstruktionsschiffe eigentlich? Nee, kann ich nicht. Ja, im Vaskar gab es leider auch gar nichts Spannendes mehr. Das macht mich immer ein bisschen traurig. System Survey complete. Anomaly. Eine Anomalie. Was haben wir denn hier? Merkwürdige Bergformationen schon wieder. Ja, dann erforscht das Ding doch mal. So, hier haben wir noch ein System fertig erforscht. Achso, die Transportflotte, die kann natürlich dann nach irgendwo zurückkehren. Wohin fliegt denn ihr? Untätig Rückkehr. Ja, gut. Danke für die Info. Was wollte ich. Achso, hier nach meinem Forschungsschiff wollte ich gucken, dass sie gerade fertig ist, angeblich. System Survey complete. So, hier in Idrea sind wir fertig. Kann ich hier mal so Schlüsselsysteme vielleicht auch ein bisschen erkunden, Construction oder? Complete. Construction complete. Oh Mann. So. Darum habe ich mich gekümmert. Oh cool. Wurde endlich. Endlich terraformt. So, dann holen wir uns mal ein Kolonieschiff mit schlauen Orks. Die sind vergänglich und abstoßend. Ach, die Armen. So, dann basteln wir hier dieses Ding irgendwo hin, wo es möglichst viele Nachbarn hat, um sich positiv auswirken zu können. Ja, zum Beispiel da. So, okay. Das haben wir. Auf Okul Prime. Das ist direkt nebenan. Auf der Oberfläche ausgebaut. So, dann brauchen wir noch ein, zwei Bewohner hier. Was baue ich denn? Ach, guck mal hier, der hat doch gar nichts zu tun. Dem können wir doch mal ein Bergbaunetzwerk spendieren. Ja, passt. Und hier können wir doch auch noch eins hinbauen. So, dann können wir die hier aber doch mal tauschen, ne? Dann haben wir hier schon mal Mineralienabbau. Und da muss ja nicht so rumgurken, so sinnlos. So, und auf Idrea 7 im Orbit haben wir irgendwas fertig gebaut. Tja, dann bist du hier fertig und kannst wieder zurück nach Okolo oder wo auch immer du hin möchtest fliegen. Was ist denn hier ein Gulkan eigentlich? Ach, das gigantische Skelett. So, jetzt haben wir hier mehr Schiffe gebaut. Ah, die müssen wir natürlich alle irgendwie, ne? Die fliegen irgendwo hin. Hier zusammenlegen, bitte. 7 Schlachtschiffe haben wir jetzt da drin, stimmt das? 8 Schlachtschiffe sind es schon. Ja, und wir können locker noch mehr bauen. Also eine Runde können wir auf jeden Fall noch bauen, 2 sogar, fast. Da warten wir nur, bis wir ein bisschen mehr Mineralien haben. Eine Fraktion gegründet, was wollen die denn? Überlegenheit der Ork-Spezies durchzusetzen, Rechte von Aliens beschneiden, bla, okay. So, jetzt hängt das Spiel gerade. Okay, jetzt läuft's wieder. Alles klar, keine Ahnung, was da gerade los war.
ein gigantisches Skelett. Knochen sind 3 bis 4. Okay. Situation Log. Also schon wieder genau das gleiche. Wo waren das jetzt? Ach, hier oben, Xiga. Ja, dann erforsche es doch gleich mal. Dieses wunderbare Skelett. Da haben wir 2 Skelette hier gerade in der Forschung. System Survey complete. So, Sidor. Haben wir auch fertig. Erkundet. Das ist doch schön. Dann fliegt man nach Terramor und erkunde mir das mal bitte. Danke. Special Project complete. So. Unsere in fortwährenden Studien der gewaltigen skelettierten Überreste auf Sknorr haben zu einigen, Sknorr heißt er in Wirklichkeit, haben nun einige Rückschlüsse darauf ergeben, wie die Kreatur Mond aufgeendet ist. Danke für diese Übersetzung. Äußerst schwache Restenergiemessung Richtung, Dimensionsportal, genau. Erstaunlich. Gibt uns halt hier ein bisschen Erfahrung und Forschungspunkte und ein Konstruktion. Wir können nach Hause fliegen. Und ein Forschungsschiff wollte ich sagen, das gerade nichts zu tun hat. Das könnte sich ja mal hier unten umgucken, ein bisschen. Construction complete. Yay, da freue ich mich aber. Bergbaustation in Belgium. Achso, eine Forschungsstation in Wirklichkeit. Haben wir da gebaut. Situation Log updated. Ein Aufeinandertreffen in Terramor. Okay, interessant. Yo. Terramor untersuchen. Ja, kostet uns einen Monat. Können wir direkt mal machen. Das wird wahrscheinlich unsere Orkspezies-Modifikation unterbrechen. Denke ich mir. Weiß ich nicht genau. Normale Forschungsprojekte unterbricht es. Ob das jetzt parallel läuft und die Punkte da gleichmäßig aufgeteilt werden, kann ich nicht sagen. So. Was machen wir denn als nächstes eigentlich? Krieg wahrscheinlich wieder, ne? So, und Rand Mario sind wir auch fertig. Ich hätte ja wirklich gerne mal so einen richtig mineralreichen Planeten, der dann auch hier von meinem Sektor ordentlich betrieben wird. Die haben es immer noch nicht gebacken bekommen. Was machen die denn immer mit dem Geld, das ich ihnen gebe? Anstatt hier mal richtig schön Bergbau zu betreiben. Construction complete. Also was ist denn bei denen los? So, auf Kriege Sekundus. Haben wir gebaut. Und können deswegen jetzt hier upgraden. So, wir brauchen ein Physiklabor. Ja, Energie brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber die nehmen wir einfach mit. Die können wir ja mal schön gegen Mineralien eintauschen. Ja, ein riesiges Reich hier. System Survey complete. So, Wissenschaftler hat Eigenschaft erlangt. Wanderer, was macht denn das? Da erforschen wir, glaube ich, schneller, ne? So, System. Ja, Erkundungsgeschwindigkeit plus 25. So, wohin mit dir? Sigma Draconis, das hört sich auch super an. Kannst du direkt mal rüberspringen. Achso, ja, wir sollten wieder ein bisschen, genau, ne, gerade sage ich es, ein bisschen Energie eintauschen.
bevor der Speicher voll ist, zu spät. So, wir würden gerne Mineralien kaufen. Unmengen davon. 14k, so, und dann können wir jetzt wieder zu unseren Raumhäfen gehen, nämlich. Und können sagen, wir hätten gern noch mehr Schiffe, weil wir es gar nicht abwarten können. Ja, und es wäre mega cool, wenn unser Sektor hier, dem gebe ich noch mal ein bisschen Geld, wenn die halt wirklich langsam mal in Bergbau investieren würden. So, inzwischen haben die nämlich auch minus 15 Nahrung. Und wenn die sich selbst tragen könnten, wäre das super. Ich meine, es ist ein riesiger Sektor. Die müssen das eigentlich hinkriegen, dafür zu sorgen, dass sie ja selbstständig sind. Die haben alles, was sie brauchen. System Survey complete. Da bin ich mir ganz sicher. Ach, hier unten das Konstruktionsschiff ist fertig. Ja, fliegt nach Hause zurück, wo auch immer das ist für dich. Ein Terramor, okay. Special Project complete. So, skelettierten Überreste, unglaublich. Ja, ein Bioraumschiff, okay. Da können wir jetzt also ein schönes Forschungsprojekt anleiern. Ja, beziehungsweise kein Projekt, sondern können da einfach Forschungsstationen hinbauen. System Survey complete. So, wohin mit dir? Ja, am besten einfach hier weiter runter, ne? Obwohl, wir können uns ja in Raprix auch umschauen, ne? Das werden ja hier die Systeme sein, die wir dann erobern werden, inklusive Genox, der Hauptwelt. Müssen wir mal schauen. Vielleicht sage ich beim nächsten Mal auch, also da muss ich echt mal gucken, wie teuer das dann ist, dass wir hier alle Welten erobern wollen von denen. Müssen wir mal schauen. Da könnte sehr teuer werden. So, für heute war es das allerdings schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn wir dann gucken, wie unser zweiter Planet auf Okul irgendwie ein bisschen kolonisiert wird. Und wenn wir ganz viel Spaß haben, hoffe ich. Mit dem nächsten Krieg vielleicht schon. Macht's gut und bis dann. Ciao.